Wisst ihr, Leute, ich erzähle euch mal eine Geschichte. Es war einmal, vor ein paar Jahren, ist schon eine Zeit her, da gab es einen Vater, der nichts anderes tat, als seine Familie zu versorgen. Wie so viele Väter auf dieser runden Kugel, die in einem dunklen Weltall umherschwebt. Einsam versuchen, ihre Liebsten zu ernähren. Und dann gab es einen Vater, sein Name war Hendrik, Leute. Gebt auf jeden Fall einen Daumen und ein Abo für Hendrik. Und Hendrik, der wollte nur Milch holen. Was dann passiert ist, das erfahrt ihr, wenn ihr dieses Video komplett anguckt. Von Anfang bis Ende. Ohne Unterbrechung. Ohne zu spulen. Denn sonst wird Hendrik euch vielleicht finden. Und euch in ein Tetrapack verwandeln. Meine sehr verehrten Schweinebacken. Wir spielen. Sei ein Vater und hol dir die Milch. Wisst ihr, Leute, wenn ihr im Leben was haben wollt, dann holt es euch. Ja? Glaubt an euch, glaubt an eure Träume. Und wenn es ein Tetrapack Milch ist am Sonntag, dann geht ihr auch los und holt euch auch am Sonntag ein Tetrapack Milch, Leute. Egal, ob die Geschäfte offen haben, denn ihr seid die Macher, ihr selber. Ja, kein anderer. Und wir machen das Gleiche, Leute. Wir gehen jetzt rein und wir holen uns jetzt die Milch. Oh, guck mal, unsere Familie. Ich will Milch. Gugugu gaga, Mlick. Okay. Kann ich wieder reingehen? Na gut. Private Property. Kann ich da rein? Okay, Leute, ich habe keine Ahnung, was das hier ist. Oh, guck mal, ich kann hier Geld mitnehmen. Ah, nice. Ich kann einfach das Geld von anderen klauen. Super, ja. Toll. Was ist das, Tix? Wasser? Ich kann einfach alles... Hä, was habe ich denn hier hinten dran? Kann ich mich ducken oder so? Nee, hier kann ich nicht rein. Also, ich habe keine Ahnung, was das für ein Game ist, aber es startet irgendwie sehr... mysteriös. Und auch die Tatsache, dass wir unseren eigenen Char nicht spielen, ist irgendwie komisch, aber auch irgendwie lustig. Und jetzt hänge ich hier fest. Warum habe ich die Flasche da hinten dran? Stoffladen. Lebensmittel. Oh, was ist da? Oh, was ist da? Tix, kann ich nicht aufnehmen. Doch, kann ich. Okay. Ich weiß noch nicht so genau, was ich hier tue, aber es ist interessant. Es ist interessant. Die Stadt ist auch interessant. Also wir leben auch auf jeden Fall an einer sehr erstrebenswerten Stelle. Nichts außer schwarz außenrum. Du hältst bereits etwas. Kann ich das loslassen? Du hältst bereits etwas. Ja, das will ich gerne wegtun. Ich will das gerne wegtun. Muss ich da... Hä? Ich will das gerne wegtun! Kann ich das einfach jetzt irgendwie loslassen? Muss ich das nach Hause bringen? Warte mal. Stoffladen, welcome. 69 Geld, du hast 19 Money. Ja, ich klaue ihm einfach das ganze Money vom Tresen. Oh, hier, ein Schlüssel. Ich habe 27 Geld. 20 Geld, 69 Geld, 30 Geld, 7 Geld. Ja, kann ich das... Warte mal, kann ich das verkaufen? Kann ich dem irgendwie... Du kannst Geld auf der Karte finden. Missing? If you have any information, please contact. Da ist einer vermisst. Nicht gut. Hä? Aber was muss ich denn jetzt genau tun? Ich habe irgendwie jetzt gerade gar keine Ahnung, was ich machen soll. Warte mal, kann ich das nach Hause bringen jetzt hier? Irgendwie? Warum steht da überhaupt ein Schlitten? Cool. Was? Mlick. Das ist... Was ist das? Warum hast du das getan? Keine Ahnung. Soll ich zurückgehen und soll Milch holen jetzt? Ploxiade endet. Seine regnende Flasche vom Himmel. Ach, okay. Es gibt verschiedene Enden, oder wie? Ist ja auch irgendwie witzig. Ist ja witzig. Okay, Moment. Wir probieren das nochmal. Was haben wir denn hier noch? Warte mal, wir können hier auf Abzeichen gehen. Haus verlassen. Bloxiate Ending PNG. Okay, warte mal. Ich glaube, dass es in dem Game, so klein es auch ist, mehr zu entdecken gibt, als wir denken. Möglicherweise. So, das können wir überspringen hier. Können wir das skippen? Ja. Das Haus ist auch richtig geil. Wir haben eine Couch. Wir haben Fernseher, weil mehr braucht man ja nicht. Und das war's. Also, ich nehme jetzt, hier ist noch Geld. Ich nehme jetzt keine Flaschen mit. Aber ich möchte gucken, was da hinten ist. Ein Radio. Eine Schere. Damit kann ich Seile schneiden. Ah, wenn ich dann was hinten dran habe, kann ich das wegschneiden. I see. Okay, ich bin hinter der Map. Was ist, wenn ich runterfall?
Ist das auch ein Ende? Tod endet. Okay, ich habe noch ein Abzeichen bekommen. Ja, man muss alle Abzeichen sammeln. Das ist das, was uns das Spiel sagt, Leute. Das ist das, was das Spiel uns befiehlt. Sammle alle Abzeichen. Und genau das machen wir auch. Genau das mache ich. So, hier haben wir noch einen. Den kann ich aber in die Häuser rein. Ich kann in die Häuser nicht rein. Nee. In die Häuser kann man nicht rein. Okay, gut. Du hast... Ach, ich habe nur 5 Geld, ne? Oh, was ist das jetzt hier? Out of stock. Milk. So, okay. Habe ich jetzt auch Geld verloren? Ah ja, ich habe Milch gekauft. Tipps. Ah ja, okay, das ist dafür. Alles klar, anrufen Saul Goodman. Was? Keine Bohnen mehr für dich, schon etwas in der Hand. Okay, gut, ja, wir haben jetzt das gute Ende, würde ich sagen, indem wir einfach Milch holen. Wir gucken mal dann in den Abzeichen, was wir noch brauchen. Jetzt bringen wir erstmal Frauchen erstmal die Milch. Was ist das da eigentlich hinten? Was ist eigentlich das? Keine Ahnung. So, jetzt schauen wir mal. Jetzt bringen wir ihr die Milch. Jetzt bin ich gespannt. Wir haben ja nicht mal einen Kühlschrank. Mlick. Mlick. Hashtag Mlick in die Kommentare, Leute. Gutes Ende. Du hast die Milch. Es ist wirklich sehr spannend. Aber das Game hat irgendwas. Keine Ahnung. Das hat irgendwas. Ich will mehr Sachen sammeln. Ich will mehr Abzeichen machen. Das Game hat wirklich irgendwie was. Schauen wir mal, was wir noch brauchen. Tanz endet. Viel zu viel. Computer, Geheimbereich, unten, Tresorraum, Fix, Blockade, bla, Baller. Schwert endet. Weihnachtshut, Limonadenhände, viel Soda, schlechtes Ende. Verloren im Laden, zum Mond, Bohnen, Bunker. Boah, da gibt's ja... Eieiei, guckt euch mal das an. Jetzt weiß ich, glaube ich, auch, warum das so viele Leute spielen. Weil die wollen halt alle diese Errungenschaften. Okay, ich will mal kurz gucken, was passiert, wenn ich... Warte mal... Mal kurz was ausprobieren, ob das irgendwie was macht. So, ich hole jetzt eine Milch. Ich meine, keine Ahnung, warum wir die Milch spazieren führen. Und warum wir die an dem Seil haben. Ich habe keine Ahnung. Aber egal, wir können ja hier das Seil cutten. Oh, jetzt habe ich die Milch in der Hand. Milch. Jetzt haben wir sie selber getrunken. Das schlechte Ende. Ja, wenn du der Frau nicht das nach Hause bringst, was sie will, sondern es selber konsumierst, könnte schon sein, dass das schlecht für dich ausgeht. Oh nein, ey. Ist das geil. Okay, das macht Spaß. Ich gucke jetzt mal einfach, wie viele Enten ich hier freispielen kann, Leute. Ich gucke jetzt einfach mal. So, wir können auch mal zurückgehen. Also das Ding hier haben wir schon eingesammelt. Und wir können jetzt mal versuchen, einfach andere Sachen zu kaufen. Zum Beispiel im Stoffladen. Ne? Aber bei Stoffladen ist, glaube ich, ja nur für solche Dinge. Hier habt ihr Schlüssel. Dieser Schlüssel... Warte mal, kann ich... Moment mal. Wenn ich den Schlüssel da hinten hinbringe und abschneide, kann ich den dann nehmen? Es ist so unlogisch einfach. Ich kaufe was, ich tue es erst an eine Schnur, muss hinterlaufen, muss es abschneiden, damit ich es als Item nutzen kann. Aber gucken wir mal, ob das irgendwie... Damit kann ich Seile schneiden, ja. Okay, gut. Ja, mit dem Schlüssel ist nicht viel los, glaube ich. Okay, lassen wir den Schlüssel mal beiseite. Wir haben den jetzt in der Hand, aber vielleicht können wir mit dem irgendwo hin. Es gibt ja eine Secret Area. Wie viel Geld habe ich denn eigentlich? 23 Geld. Okay, ich muss noch ein bisschen Geld finden. Ist hier im Müll was? Nee. Dann gehen wir mal in den Lebensmittelladen. Warte mal, die kann ich auch abschneiden und trinken bestimmt. Wir gehen jetzt erstmal hier hin. Was ist das? Oh, ein Skateboard. Dafür muss ich Mitarbeiter sein. Was? Hat das Computerabzeichen bekommen? Was macht er hier? Oh, ich wurde eingestellt. Oh, I'm a employee. Ask me anything. Das ist das Allergeilste. Warte mal, ist das die Secret Area? Das ist ja mal einfach nur das Allergeilste Shirt ever, ey. Büro. Baller. Wow, okay.
Das sind hier diese ganzen Abzeichen und Errungenschaften. Ey, das Game ist auf so viele Arten irgendwie witzig. Keine Ahnung. Ich finde das so geil, dass der da hinten im Schlüssel am Seil dran hat. So, was ist hier? Oh, was ist das denn? Ist das hier lauter Geld oder was? Ach, dafür brauche ich den Schlüssel. Ah, guckt euch das an, Leute. Jetzt nehmen wir das Ding, fahren wieder hoch und schneiden das mal ab. Und dann bin ich gespannt. Dann bin ich echt gespannt. So, wo war das Ding nochmal genau? Da hinten. Ah, warte mal, was ist hier? Kann ich da irgendwas machen? Epoxy-Aid. Da kann ich diese ganzen Dinger reinmachen. Okay, I see. Sollen wir das vielleicht zuerst machen? Ich mach das mal. Wir brauchen noch 8 Stück. Kann ich auch mehrere auf einmal nehmen? Moment mal, ich guck mal eben. Hier war noch einer. Hier schauen wir mal, ob hier noch was war. Nee, da ist nur Money, Money, Money. Den Müll kann ich ja nicht öffnen. Ich muss vielleicht auch einfach welche kaufen, wahrscheinlich. Die werden jetzt hier nicht alle auf der Map rumgammeln. Du hältst bereits etwas. Wie kann ich denn mehrere nehmen? 30 Geld. Kann ich irgendwas? 69 Geld. Was bringt mir denn das Schwert? Keine Ahnung. Okay, aber wie kann ich mehrere nehmen? Kann ich nicht mehrere nehmen wahrscheinlich. Muss ich da wirklich dann immer... Oh, guck mal, da ist ein alter Mann drin. Oh, guck mal, da steht ja einer. Kann ich da nicht rein? Hello? Schade. Steht in den anderen Häusern auch jemand? Nee, oder? Nee. Okay. Dann kaufe ich einfach mal welche. Hier, Müll ist nichts. Ich kann nichts wegwerfen. Ah, man kann auch was wegwerfen. So. Ich habe immer noch... Nee. Unlimited Drinks. So. Okay, 4 von 10. Ja, aber wie kriege ich denn jetzt... Wo kriege ich denn jetzt die anderen her? Da waren doch keine mehr, oder? Oder bin ich blind? Doch, hinten beim... Beim Tisch war noch eine. Aber hier gammeln doch nirgends 10 von diesen Dingern rum. Naja gut, ich guck mal. Da hinten liegt doch mal Geld. Was ist hier? Was ist das? Ein Burger einfach. Einfach ein Burger. So, schauen wir mal, was hier ist. I am a employee. Das ist so geil. Ich will so ein T-Shirt haben. Ist das geil. Ask me anything. Es ist so nice. Okay, du hältst bereits etwas. Die können wir noch. Dann haben wir jetzt noch 3. Und wo ist dann der Rest? Oh, da hinten im Zaun ist ein Loch. Da war ich auch noch nicht. So, 5, 6, 7. Dann brauchen wir noch 3 Stück. Ah ja, hier ist auch noch einer. Okay. Gut. Respawnen die? Den habe ich doch eingesammelt, oder? Ach, keine Ahnung. Ey, ich bin so verwirrt einfach. Ich bin so verwirrt. Oh. Entspannend, dieses Game. Entspannend. So, Bloxiate gekauft. Okay. Ich will dann auch mal Bloxiate trinken. Das machen wir dann beim nächsten Mal. Und es gibt hier noch so viel zu tun. So viel. Und ich will auch zu dem alten Mann da rein. Da kann man bestimmt reingehen. Safe. Ganz, ganz safe. So. Den noch hier. Jetzt brauchen wir nur noch 2. Jetzt schauen wir mal durch den Zaun durch. Oder ist das eine Halfpipe? Oh, wir können bestimmt mit dem Skateboard was machen. Hundertprozentig. Okay, dann irgendwo muss dann noch eine rumliegen. Ja, mit dem Skateboard kann man irgendwas machen. Safe, safe, safe. Ist im Lebensmittelladen noch irgendwo eine? Ich kann auch Saul Goodman anrufen. Da ist jetzt nichts mehr, aber... Okay. Vielleicht im Stoffladen noch. Ja, wo ist denn jetzt der letzte Drink? Wo ist der letzte Drink? Der kann ja eigentlich nur entweder hier irgendwo hinten sein. Oder, hier kann man hoch. Schau dir das an. Oh, Leute. Nice. Okay, jetzt bin ich gespannt. Was das für ein Abzeichen ist oder was passiert. Okay.
Oh, Blocks hier kaufen kostenlos. Ah. So, was passiert, wenn wir das jetzt abschneiden? Vielleicht können wir das ja auch gar nicht, aber wir probieren es mal. Ah, nice. Ah ja, das kann ich jetzt einfach so nehmen. Okay, verstehe. Gut, dann, was ist mit dem Skateboard los? Was ist mit dem Skateboard los? Nichts. Was ist das hier so da? Die kann ich auch kaufen. Okay. Können wir die auch zu unserer Frau bringen? Wahrscheinlich. Wir schneiden die mal ab. Schauen wir mal. Mmh, lecker Schmecker. Okay, ich kann Soda trinken. So, was ist jetzt hier? Na, ich will Saul Goodman anrufen, Leute. Nimm das Ding mal aus der Hand. Anrufen, Saul Goodman, kann ich nicht. Okay, ich bring das jetzt mal. Bohnen. Ich bring meiner Frau jetzt einfach mal Bohnen. Bohnen sind gesund, Bohnen haben viele Ballaststoffe. Die sind gut für die Verdauung. Das wird sie wohl feiern. Also ich denke, da wird sie jetzt nicht Nein sagen, oder? So, I didn't get milk, aber ich habe etwas Besseres. Das sind Bohnen. Ja. Okay. Benas. Ach so, ja, natürlich Bohnen, ne? Dave. Der Dave hat sich weggefurzt. Bohnen, wisst ihr? Geil, ich feier dieses Game, ey. Ich feier dieses Game. Okay, lasst uns weitermachen. Lasst uns weitermachen. Wir schauen mal, wie viele Abzeichen haben wir denn? Erreicht, erreicht. Wir haben schon relativ viel erreicht, aber es ist doch relativ viel offen. Einbruch auch. Okay. Was jetzt natürlich doof ist, ist, dass wir jetzt so ein paar Vorteile vielleicht nicht haben, oder? Hat sich das gespeichert? Ich glaube nicht, ne? Also der Automat zum Beispiel. Was ist denn, wenn ich einfach ohne irgendwas zurückgehe? Geht das auch? Geht das? So, ich gehe jetzt einfach wieder hin. Ohne irgendwas. Nee. Okay, gut. Schlitten kann ich auch nicht nehmen. Einbrechen. Einbrechen. Ich weiß auch nicht, was das hier ist. Keine Ahnung, was ich da ständig einsammle. Aber der liegt jetzt wieder. Ja, okay. Also das ist halt... Das ist schlecht. Ich habe auch wieder kein Geld. Welcome. Ja. Oh. Der hat auch anders geguckt vorhin. Der hat auch anders geguckt. Der hat irgendwie anders geguckt, der Dude. Der war vorhin irgendwie anders. Da habe ich irgendwas getriggert, glaube ich. Cereals habe ich. Okay, nicht schlecht. Wir gehen, fahren nochmal runter. So, ach so, halt, nee, stopp, den Schlüssel. Das habe ich ja schon. Baller habe ich schon. Den Schlüssel brauche ich. Ja, genau. Dafür brauche ich einen Schlüssel. Okay. Gut, ich weiß ja nicht, was das bringt. Keine Ahnung. Der Tresor. Ah, guck mal. Schaut mal. Jetzt schaut der nämlich anders. Seht ihr? Der schaut jetzt anders. Ich verstehe das nicht. Weil ich jetzt runtergefahren bin? Keine Ahnung. Ich könnte ihr jetzt auch Cerealien bringen. Aber die Frage ist, was wir noch machen können, ohne dass das Game neu startet. Schauen jetzt alle so blöd. Ah, ich kann verschiedene Sachen nehmen. Ich habe 19 Money. Okay, wir gehen mal runter und holen mal den Schlüssel. Oh. Und was bringt das jetzt aber? Was ist das hier? Ist das sowas wie Gold-Ticks oder so? Oder was soll das sein? I don't know. Was passiert denn, wenn ich jetzt meiner Frau einfach mal straight diese Sachen da bringe? Beide Sachen. Einfach beides. Geht das? Ich schau mal. Cerealien und das Ding. Jetzt bin ich gespannt. Okay, nee, es ist wieder Blocks hier. Mlick. Okay, gut. Aber was ist dann mit so... Was ist dann mit dem Müsli? Was ist mit dem Müsli? So, gib mir das Geld. Es wäre praktisch, ne? Wenn überall... Also, wenn ihr einkaufen geht, wäre es praktisch, wenn überall das Geld unten drin liegt. Was, kann ich eigentlich mehrere kaufen? Du hältst bereits etwas... Okay. Oh. Ah! Ach
Sache als Employee ist das kostenlos. Oh, holy shit. Wie viel kann ich denn kaufen davon? Okay. Wow, ich flieg gleich. Oh Mann, ich komm gar nicht mehr durch die Tür durch. Ich komm nicht mehr durch die Tür. Jetzt lieg ich da. Lass mich hier durch. Lass mich raus. Ah. Oh Mann, was ist das denn? Ist das ein Quark, ey. Guckt euch das mal an. Warte mal, kann ich jetzt so nach Hause gehen? Kann ich so... Oh, ist das dieses way too much, oder? Wartet mal, wartet mal. Ey, ist ja witzig. Moment mal. Ich bin gespannt. Jetzt bin ich gespannt. Ich bin zurück. Ich hab nur... Hier. Milch-Tetra-Packungen. Viel zu viel Ende. Geil. Also es gibt noch, ich habe jetzt gerade nachgeguckt, es gibt das Ending way too much, das ist das, was ich jetzt hatte. Dann gibt's too much Milk und dann gibt's too much Soda. So, warte mal, kann ich, wenn ich nicht Employee bin, nee, ich kann das Skateboard nicht nehmen. Na gut, okay. So, wir machen mal nur ein bisschen Milch, so. So, dann gehen wir mal zurück. Das sollte auch ein Achievement sein. Wir schauen mal. Also wie sowas Simples irgendwie so Bock machen kann, keine Ahnung. Ich weiß nicht. Vielleicht bin auch ich, vielleicht geht's nur mir so, aber ich finde das echt cool. Hier. Das ist viel zu viel. Ja, mit nichts zufrieden, ne? Obama, was? Was? Aber zumindest bist du zurückgekommen. Ja, ich war ja nicht Zigaretten holen. Ich war nur Milch holen. So, jetzt probieren wir das gleiche mal mit Soda. Denn auch da ist es so, dass man mehrere bringen kann. So, ich nehme mal einige hier. Zack, so, okay. So, wir kommen wahrscheinlich die Tür wieder nicht raus. Doch, geht schon. Das ist dumm. Oh Mann, das ist so dumm. Ey. So, jetzt bin ich gespannt. Was passiert jetzt? Okay, es funktioniert, oder? Oder ist das das normale Ending? Ist das ein Käse? Oh Gott. Ich will jetzt mal versuchen, was passiert, wenn wir... Moment mal. Wie können wir ihn hier anrufen? Ich habe keine Ahnung. Aber wenn ich jetzt hier nochmal das dann nehme, kann ich hier Milch... ein bisschen mehr Milch nehmen? So. Kann ich... Warte mal. Kann ich dem Mann da drin was bringen? Moment mal. Okay, das geht nicht. Oh, was liegt da hinten? Achso, das ist wieder so ein Ding da. Okay, whatever. Es gibt noch, habe ich nachgeguckt, es gibt noch dieses Secret-Ding. Und zwar gibt es ja Secret Area. Das habe ich jetzt tatsächlich mal nachgeguckt, weil ich wissen wollte, wo das ist. Der Aufzug ist schon da. Nach oben. Und das ist hier unten. Ich will euch das ja zeigen. Weil diese Secret Area, ich bin jetzt ein bisschen rumgelaufen. Ich habe es nicht gefunden. Ich meine, wir haben noch ein paar andere Abzeichen, die wir holen müssen, aber... Das ist hier. So, wir stellen uns hier so hin. So, und dann machen wir hier. Was war das? E. So, E und dann müsste das hier sein. Dance eigentlich. Nee. Geht das nicht mehr? Und zwar hier an der Wand. Man sieht das auch schon, wenn ich hier Shift mache. Hier ist eine Secret Area. So, wir können uns jetzt hier hinstellen. So. Also, Freunde, ich komme in diesen Geheimraum hier leider nicht rein. Das funktioniert irgendwie bei mir nicht. Also, man sieht, man kommt hier hin. Aber ich kann aktuell nicht reingehen. Ich habe halt das Abzeichen nicht. Ist zwar ein bisschen schade, aber ich will mich auch jetzt nicht 100 Stunden damit aufhalten. Ich habe es jetzt echt lang versucht. So, wir schauen jetzt mal, was es noch für Abzeichen gibt. Kann ich mehrere Milchpackungen abschneiden? Geht das? Ich schau mal eben kurz. Ich probiere das mal aus. Okay, jetzt habe ich halt 1 Million mal Milch. Oh, was ist das jetzt? Ach so, das ist dieses Ending. Okay, ja, nee, das ist... Das hatte ich ja schon.
Mist. Was passiert, wenn ich mit einer Milch und ohne Employee zum alten Mann gehe? Oh, das geht! Oh, das geht! Old Man. Das war die Milch für die Familie. So ein Käse, ey. In der Milch war, glaube ich, was anderes drin, ey. Tanzende, ey. So, wir farmen jetzt nochmal das komplette Geld hier auf der Map. Einfach mal. Wir schauen jetzt mal überall nach, wo es hier Geld gibt. Es gibt nämlich noch einen geheimen Hut. Zumindest steht das in den Abzeichen. Und ich habe zwar gar keine Ahnung, wo ich danach suchen soll. Aber man braucht dafür wahrscheinlich Kohle. Und ich will jetzt mal einfach die ganze Kohle hier einsammeln. So, da ist der alte Mann drin, der gut tanzen kann. So, ist hier irgendwas? An der... Der letzte Robux. Lol. Lol, da unten klebt einfach Geld. Für was aber ist hier diese Halfpipe und so weiter, wenn wir hier das Skateboard nicht nehmen können? Was ist hier? Ah, ich dachte gerade, da ist GigaChat noch. So. Zack. Wir dürfen halt nichts von dem Ganzen ausgeben. Hier war, glaube ich, nichts mehr, oder? Nee. Okay, so, wir werden jetzt auch nicht Employee, sondern wir sammeln jetzt wirklich einfach nur die ganze Kohle ein. So, hier im Stoffladen haben wir noch was, oder? Gibt es hier noch was? Ja gut, das Schwert muss ich auch kaufen. Hier, ja, zack, zack, zack. Ich habe 23. So, das reicht aber, glaube ich, nicht. Wir müssen noch ein bisschen weiter gucken. Ich habe mal im Changelog nachgesehen. Also es gibt da, hat da relativ viele Updates gegeben, kürzlich. Da war, glaube ich, noch Kohle, genau. War hier nicht noch Geld? Ne, das habe ich schon eingesammelt, oder? Das habe ich schon eingesammelt, ja. Ansonsten... Oben liegt doch irgendwas. Wie komme ich denn da hoch? Da liegt doch irgendwas, oder? Oder nicht? Warte mal. Oh ja, hier kann ich hoch. Was liegt denn da? Hallo. Toll. Ah, oh, 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 nice. Oh, nice. Ich bin im Geheimraum, Leute. Oh, ich hab's doch geschafft. Oh, dieser Bereich wird zur Aktualisierung bearbeitet. Wie hast du das LOL überhaupt gefunden? Tja, ich bin halt der allererste Echte, ne? Okay, Toilette. Nice. Was ist hier? Schließfächer. Oh, was ist das? Oh, ein Coin. Okay, ich habe einen Robux-Coin gefunden. So, ansonsten ist hier, glaube ich, nichts mehr, oder? Ah, hier ist auch noch was. Okay, Moment, 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 Moment. So, gehen einmal hier hin, so. Funktioniert das hier nochmal? Schauen wir mal schnell. E-Dance 2. Nee, das hat jetzt nicht geklappt. Das ist schwierig, man muss nämlich immer genau... Das ist schwierig, man muss nämlich immer genau den richtigen Moment abpassen. Und, ach so, ich muss den Coin aus der Hand legen, deshalb... Deshalb hat das jetzt nicht funktioniert. So, zack. Immer in dem richtigen Winkel sein. So, und dann geht das nämlich auch. Ist hier auch noch was? Ah, da ist auch noch was. Okay, Moment, Moment, Moment. Moment, Moment. So, hier hin wieder. So, nach oben. So, der allerechte Hacker. Der allerechte Hacker. So, zwei. Zack, okay. Und was mache ich da jetzt? Kann ich den Coin da reinschieben? Was habe ich da gerade gemacht jetzt? Hä? Warte mal, ist hier noch irgendwas? Da ist... Hä? So, ich muss jetzt wieder zurückgehen. Das wird lustig. So, und dann hier wieder zurück, ne? Hier. Was steht da eigentlich? Flur. Da steht nur Flur, okay. So. Wieder so drehen, so. So, glaube ich. So, okay, wir sind wieder zurück. Okay, ich habe jetzt bloß keine Ahnung, was ich da eigentlich gemacht habe. Aber wir können jetzt den... Hier den Shift-Lock wieder ausmachen. Das müsst ihr nämlich auch immer tun. So, dann fahren wir wieder hoch, würde ich sagen. Okay, so, jetzt müsste ich hier auf der rechten Seite... Ich habe mir dann natürlich ein Tutorial angeguckt, Leute. Woher soll ich das sonst wissen? Hier müsste jetzt ein Schalter sein, genau. So. Dann müssen wir zurück und müssen hier oben drauf auf das Dach. Ich meine, da kommt ja auch kein Normal... Also, irgendjemand ist da mal drauf gekommen.
Ich weiß nur nicht, wie das geht. Ich weiß immer nie, wie die Leute auf sowas kommen. Aber gut, egal. Dann müssen wir hier oben hin. So, zack. Na, komm. So, da müsste jetzt hier ein Schalter sein. Genau so. Und jetzt gehen wir nämlich hier rein. Hier spielt sich nämlich jetzt alles ab. Jetzt sollten wir nur, jetzt müssen wir schauen. 94 Geld. Ich brauche mehr. Ich brauche mehr. Ich habe irgendwo Kohle übersehen. Da fehlen 8 Dollar, leider Gottes. 8 fucking Dollar fehlen. Stoffladen, glaube ich, unter der Theke sind noch ein paar. Aber ansonsten wüsste ich jetzt nicht, wo hier noch Dollar rumliegen. Jetzt schauen wir mal. Aber das sind, glaube ich, keine 8 Dollar, oder? Ja, wir gucken mal. Wir gucken mal. Man kann auch noch einbrechen. Das gibt's auch noch. Weiß ich auch noch nicht genau wie. So, aber hier. Genau. Zack, zack. Jetzt habe ich wie viel? 96. So, jetzt brauchen wir noch 6 Stück. 6 Mal. Ich glaube, einbrechen geht dann hier oben drüber. Aber wo ist das restliche Geld? Auf die Gefahr hin, dass ich es jetzt richtig hart verkacke, weil ich jetzt da hochhüpfe. Aber vielleicht ist auf den Dächern noch Geld. Ich habe eigentlich nirgends mehr. Jetzt habe ich 97. Ich brauche noch 5 Dollar. Denn der Hut, dieser Secret Hat, kostet nämlich 102. Ach, da steht noch einer. Okay, wie viel habe ich jetzt? Habe ich jetzt alle? Das ist ja wohl mehr wert wie nur ein Dollar, oder? Moment, jetzt schauen wir mal eben. Jetzt habe ich 102. Okay, nice. Okay, Leute. So, und jetzt müssen wir hier rüber gehen. In den Stoffladen. Und da gibt es einen Schalter oben links. Auch wieder ein Geheimschalter. Das Game hat so viel Zeug drin. So, zack, da drauf. Und jetzt geht's hier runter. Seht ihr? Oh Mann, ey, das hätte ich nie im Leben so rausgefunden. Also wie gesagt, ich habe da ein Video zugeguckt. 3.3.23, da passiert irgendwas, keine Ahnung. Aber hier ist der Hut, den wir kaufen können. So, und jetzt haben wir einen Hut, Leute. So, können wir wieder draufklicken, wieder hochfahren. Und wir haben das Abzeichen. Und jetzt möchte ich mal gucken, ob es noch die Möglichkeit mit dem Einbruch gibt, Leute. Und zwar gibt es nämlich eine Crowbar, da müssen wir aber hier ins Eck gehen. So, und das ist ziemlich dunkel. So, Leute, nach dem 100. Mal ist hier jetzt endlich mal diese vermaledeite Brechstange, ey. Ich glaub's ja nicht. Kann ich die jetzt bitte einsammeln? So, die ist nämlich erst, wenn ihr irgendwie 5-mal spawnt oder so. Das heißt, ihr müsst hier auf Charakter zurücksetzen gehen oder euch einfach in den Tod stürzen. So, jetzt gucken wir mal. Wir brechen jetzt noch ein, Leute. Achso, ich muss das erst abschneiden, glaube ich. Ich glaube, ich muss das abschneiden. Was ist, wenn ich mit dem Brecheisen nach Hause gehe? Keine Ahnung. Ich probiere es jetzt mal nicht aus. Hat jetzt lang genug gedauert. Damit kann ich Seile schneiden. Ja, dann... Achso, okay. Geht nicht. Das heißt, wir gehen dann einfach jetzt hier rein, oder was? Okay, vielleicht sollte ich das anders machen. Denn wie bricht man ein? Von hinten, oder? Hier vielleicht? Okay, ich habe das Brecheisen, aber es passiert irgendwie nichts. Was? Oh, hier, jetzt. Jetzt hochspringen. Oh ja, wir sind drin. Okay. Oh Gott. Und was passiert jetzt? Oh nein. Hä, wie gehe ich denn die Treppe? Da sitzt der im verbarrikadierten Haus drin. Was ist denn los? Achso, ich habe meine Brille auf. Geh aus meinem Haus. Warum bist du hier? Das... Oh, oh. 3.3.23. Ja, da passiert irgendwas. Das stand auch schon vorhin bei der Pizza unten. Okay, wir haben jetzt... relativ viele Abzeichen, glaube ich. Wir haben jetzt Schwert noch nicht, Weihnachtshut, Limonadenende, verloren im Laden zum Mond, oh Gott, überfälliges Milchende, Wareende, hol dir alle neue Hüte. Leute, wenn ihr Bock drauf habt, dann spiele ich das auch gern nochmal und hol noch die restlichen Abzeichen. Das Video ist eh schon relativ lang. Jetzt lasst mir gern Daumen nach oben da, Leute. Abonniert den Kanal kostenlos, wenn es euch gefallen hat. Und dann würde ich mich freuen, wenn ihr mir schreibt, ob wir das Spiel nochmal spielen sollen. Danke ich euch fürs Zuschauen, haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao.